Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Heute auf der To-Do-Liste ein paar Verbesserungen hier in der Arktis. Ich möchte einmal kurz beim alten Nate vorbeischauen und mir hier ein paar Items umwandeln lassen. Und dann werden wir noch in Manola und in Crown Falls vorbeischauen. Da stehen ein paar Ausbauten und Umbauten auf der Liste. So, wir schauen hier mal rein. Ich habe schon ein paar Items kreieren lassen. Man hat ja hier den alten Nate, ne? Nur kurz zur Übersicht, der hat ja hier einen Stützpunkt direkt gegenüber von King William Island, hier auf seinem kleinen Lager, auf seinem kleinen Felsen hier, auf seiner Eisscholle, wie auch immer. Wir wandeln einmal um. Ich habe mir schon dieses Ding hier bauen lassen. Beeinflusst Arktis, Gasförderstätte, Produktivität plus 40 und ein paar Zusatzwaren. Das Ding hier habe ich mir schon bauen lassen, beeinflusst den Heizofen und steigert dadurch die Reichweite. Anstelle von Kohle verarbeitet das Gebäude Holz. Also auch keine so schlechte Sache. Und den hier hätte ich auch noch gerne. Beeinflusst alle arktischen Produktionsgebäude. Ich nehme an, damit wird auch die Gasförderstätte gemeint sein. Deswegen werden wir den jetzt auch einmal bauen lassen. Und dann haben wir das einmal erledigt. So, dann werde ich die Sachen auf unsere Gasinsel befördern. Wir können hier auch nochmal ganz kurz reinschauen, wenn wir uns die ganzen Items ansehen. Also da sind schon wirklich coole Sachen dabei. Ziemlich viel Zeug, was man halt so nicht irgendwo anders bekommt, meines Wissens. Kann man wahrscheinlich nicht selber bauen, das weiß ich nicht genau, weil ich noch nicht alle Items identifiziert habe. Aber damit kann man halt wirklich auch all die Sachen boosten, die man mit den Items nicht boosten kann, die man zum Beispiel beim Kumak, also hier vorne beim Inuit-Händler kaufen kann. Also das ist schon eine feine Ergänzung, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ich meine, da sind auch noch, genau, hier für Luftschiffe sind zum Beispiel auch noch diverse Items drin, alles relativ hochwertig auch. Und nicht nur für hier, sondern schon auch Sachen, die in der alten Welt funktionieren, wie hier zum Beispiel. Also, lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Das werden wir jetzt mal schnell noch über die Bühne bringen. Wir schnappen uns ihn hier. Ach ja, und der braucht immer diesen Schrott von verlorenen Expeditionen. Ich habe mir ja eh schon die ganze Karte hier aufdecken lassen. Wenn man sich da mal so ein bisschen umschaut, das ist zum Beispiel auch nochmal eine Kiste mit Items. Hier unten liegen, da liegt nochmal Schrott und das ist hier überall über diese ganze Region verteilt und ich glaube, das Zeug respawnt auch, weil ich habe hier schon mal eine ganze Flotte drüber geschickt, habe da jede Menge von dem Zeug eingesammelt, aber hier sind schon wieder neue Kisten, also ich denke, das taucht einfach nach einer gewissen Zeit dann auch wieder auf. So kann man hier immer Schiffe hinschicken, das Zeug einfach einsammeln, dann kostet einem das nichts, man kann aber alternativ diesen Schrott auch kaufen. Bei ihm hier habe ich schon einmal eingekauft, die Bestände füllen sich gerade wieder, also ab und zu mal hier vorbeischauen, dann kann man hier das Zeug wieder einsammeln. Und möglicherweise, da bin ich mir nicht sicher, aber ich werde das einmal testen, ich habe hier schon mal das Bergungsschiff hergebracht mit entsprechenden Schatzkarten für die Arktis. Da werden wir einfach mal ein so ein Ding einschalten und schauen, ob wir da vielleicht auch den entsprechenden hochwertigen Schrott rausziehen können. So, dann muss man jetzt natürlich erstmal rausfinden, wo wir uns hier befinden, wo das hier sein soll. Also so eine kleine Nebeninsel sozusagen. Das wird aber jetzt wird nicht direkt hier sein, nehme ich an, oder? Da müssen wir jetzt einmal kurz schauen. Die Zeit nehmen wir uns. Schauen uns einmal kurz die ganzen Inseln an. Also es muss ja eine Insel sein mit so einer kleinen, ja, nennen wir es mal Nebeninsel. Das dürfte es nicht sein, wobei, und man sieht ja eigentlich auch die Tauchstellen immer, ne? Ja, schon so lange her, dass ich getaucht bin. Nee, das kann nicht sein. Da müsste ein bisschen mehr, wobei, haben wir hier eine Tauchstelle? Man sieht ja, da steigen ja normalerweise immer Blasen auf, sieht aber nicht danach aus. Dann schauen wir mal hier drüben. Die sind, glaube ich, eh nicht damit gemeint, sondern schon die flachen Inseln sozusagen. Ah, da schwimmt auch noch irgendwas rum. Treibgut. Na gut, ich schaue da gleich mal ganz kurz drauf. Wir werden aber jetzt erstmal noch ihn hierher schicken. Beziehungsweise wir müssen hier nochmal umladen. Eins nochmal an drin.
Das laden wir aus. Dann schauen wir bei den Items rein. Das hier wollte ich noch haben. Und das bleibt, glaube ich, werde ich hier in King William Island lassen. Und die beiden Sachen werden wir einmal hier hochtransportieren. Flugroute ist eingezeichnet. Dann benötigen wir noch... Oh, haben wir überhaupt noch... Oh, das wird jetzt schon langsam eng hier mit dem Einfluss. Also deswegen müssen wir sowieso in Crown Falls weitermachen und dort mehr Investoren einziehen lassen. Was sowieso auch auf der Liste steht. Von daher passt das schon. Aber ich glaube, für ein Quartier reicht es noch. Was haben wir hier? Einfluss 15. Okay. Ja, das ist aber wirklich knapp. Moment, brauchen die Wärme? Nee, ne? Können wir hier einfach herstellen. Dann hätten wir auch beide Gasförderstätten hier im Radius drin. Okay, das ist gut. Dann, da kommt er schon. Werden wir hier einmal die Items ausladen. Und ich muss hier auch mal zusehen, dass ich irgendwie vielleicht noch mehr Polarwächter baue, ich weiß noch nicht, aber also diese Förderstätte fliegt gefühlt alle 5 Minuten in die Luft. Und das ist wirklich relativ nervig. So, dann bauen wir das Ding einmal ein. Und das hier. Okay. Beide Items wirken jetzt hier drauf. Also Produktivität sollte jetzt ordentlich hochgehen. Nochmal hier um 60%. Sehr schön, okay. Cool, bedeutet mehr Gas. So, ich schau mal, dass ich die Insel hier ausfindig mache. Okay, Insel gefunden. Tauchstelle, meine ich, habe ich auch schon entdeckt. Moment, wir sind schon dran. Oder? Nee, Moment. Ist das jetzt hier die Tauchstelle oder das hier? Ich glaube, das hier drüben müsste die Tauchstelle sein. Einmal hinschippern. Bringt uns eigentlich das Echolot hier noch was? Nee, okay, passt. Hier, wir haben die Tauchstelle gefunden. Also einmal runter. Mit dem Echolot, glaube ich, kann man auch noch einfach Schrott bergen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, okay, dann schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Okay, auch nur ein hochwertiger Schrott. Aber eben nicht dieser spezielle Schrott. Vielleicht, wenn man mehr Missionen macht, könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht doch noch ein bisschen von diesem Expeditionsschrott bei rumkommt. Aber gut. Weil man kann das Zeug kaufen oder halt einfach mit dem Luftschiff hier oben in diesen Bereich hier irgendwo einsammeln. Also gut, abgeschweift. Wir werden... den schicken wir mal wieder zurück. Dann wollte ich hier noch einmal ganz kurz schauen, wie sich das entwickelt. 476% Produktion, okay. Ich denke, damit kommen wir dann erstmal gut zurecht. So, also, wir wollten sowieso, wir haben nur noch einen Einflusspunkt. Ich zeige euch ganz kurz, was ich vorhabe hier in Crown Falls. Ich möchte ein paar von diesen Kanälen hier mit einbauen und hatte mir überlegt, hier wäre ein ganz guter Platz, anstatt diesem Grünstreifen in der Mitte hier einfach einen Kanal reinzuziehen. Und in Manola, Moment, hier hatte ich auch noch irgendwo, genau, hier können wir das nämlich auch machen. Einfach die Bäume quasi durch einen Kanal ersetzen. In Manola optisch noch ein bisschen schöner. Ich habe hier schon mal ein bisschen umgebaut. Habe hier zwei Reihen Häuser, ja, versetzt und teils abgerissen. Und hier können wir halt so einen schönen breiten Kanal reinbauen. Vielleicht beginnen wir damit sogar. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich ganz nett aussieht. Ich würde das so gestalten... Nein, das war falsch. Moment. Das wollte ich so nicht haben. Dass wir den Kanal hier zwei Kästchen breit machen. Sollte funktionieren. Jetzt legen wir erstmal den Kanal an. Und zwar ist der einsortiert hier drüben, glaube ich. So, Straßen und Kanäle. Also einfach diesen ganz normalen angelegten Wasserkanal. Der wäre natürlich auch noch eine Alternative. Wir können uns beides mal ansehen. Aber den kann man nicht... Oder geht der auch? Doch, der geht auch zwei breit. Auch ganz nett, aber für so ein innerstädtisches Ding, glaube ich, würde ich tatsächlich diesen künstlichen Kanal bevorzugen. Okay, das ist doch schon ganz cool. Dann ziehen wir das einmal bis hier unten durch. Ah, der bildet sogar automatisch Brücken, sehe ich gerade. Okay, cool. Gut. Ja, dann machen wir das mit dieser Brückenvariante hier. Ja, okay. Okay, okay. Dann hier machen wir das gleiche Spiel, auch zwei breit bis ganz hier oben. Das wird halt hier angezapft, können wir uns ja vorstellen, von diesem Fluss. Verschwindet dann hier irgendwo unterirdisch durch ein Rohrsystem und wird dann hier irgendwo ins Meer hinein gepumpt oder
fließt dort hinein. So, das ist schon mal ganz schick. Dann könnten wir, was haben wir denn hier noch? So edle Straßen könnten wir hier vielleicht sogar noch mit einbauen. Noble Straße, edle Straße, Schotterweg. Schauen wir uns das mal an hier. Sieht, glaube ich, schon ganz nett aus. Upgraden kann man nicht, ne? Ah, dann würde ich das aber tatsächlich, dann machen wir das jetzt einmal so. Und so und ersetzen das hier durch die edle Straße. Ah, die Brücken. Die müssen wir dann wieder manuell zusammenbauen. Ja, schick. Bin eh der Meinung, wir sollten generell einfach mehr Gewässer in den Städten haben. Also so kleine Kanälchen. Kleines Kanalsystem hier und da, den einen oder anderen Bachlauf. Das wertet die Sache schon auf. So, jetzt machen wir das hier drüben auch noch schnell. Okay. Gut, ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir durchaus. Schauen wir uns mal hier aus der Ego-Perspektive an. Ah, kann man es doch aushalten hier. Netter öffentlicher Platz. Mit ein bisschen Gewässer hier mittendrin. Von da oben stürzt der Wasserfall runter, vom Zoo kommend. Zoo habe ich jetzt übrigens auch noch die ganzen restlichen Gehege aufgefüllt mit diversen Tieren und dadurch auch nochmal die Attraktivität gutes Stück gesteigert. Ja, cool. Schaut doch ganz nett aus. Werfen wir hier drüben noch einen Blick drauf. Ja, wächst und gedeiht hier. Das Manola im Artisanenviertel hier. Okay, cool. Und das werden wir jetzt in ähnlicher Art und Weise dann in Crown Falls auch noch machen. Und dann werden wir uns da noch ein bisschen um die Investoren kümmern. Also hier oben, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, da habe ich noch diverse Tiere reingesteckt. Und dann sind wir auch hier schon wieder. Also die Uhr quasi, die Attraktivitätsuhr ist schon wieder um die Hälfte herum. Gut, dann springen wir einmal hier rüber und ziehen uns hier auch noch ein paar Kanälchen rein. Und dann werden wir mal schauen, dass wir noch ein paar mehr Investoren dazu holen. Erstmal hier. Okay, da sind ein paar Bushaltestellen im Weg. Die muss ich dann noch irgendwie umplatzieren. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Vielleicht sogar noch mal hier eher ein paar Gebäude versetzen. Dass wir den mal hier rüber packen. Brauchen wir die beiden Bushaltestellen hier auf so engem Raum? Naja, wird schon irgendwie seinen Grund haben. Das setzen wir noch um. Dann können wir den Kanal hier noch ein bisschen erweitern. Was haben wir hier? Feuerwehr. Die können auch beiseite geräumt werden. Machen wir das mal so. So, dann können wir die Bushaltestellen versetzen. Und was ist hier noch? Ein Briefkasten wahrscheinlich. Den können wir sicherlich auch irgendwo umparken. So mutig und so hierhin zum Beispiel. Achso, da haben wir dann überlappenden Radius. Kriegen wir den hier vielleicht hin? Überlappender Radius. Dann wird er abgerissen. Dann gibt es hier halt keinen Briefkasten. Mir egal. So, Bushaltestellen sind allerdings wichtig. Den setzen wir hier hin. Okay. Jetzt könnte man natürlich hier einen ganz breiten Kanal reinziehen. Wäre vielleicht auch eine Option. Ja. Oder halt einen schmalen und praktisch an den Uferseiten irgendwie noch Grünzeug hochziehen. Wir schauen uns das mal an, wenn der hier drei breit ist. Ja, ich glaube, da nehmen wir jetzt einfach den hier, oder? Dann haben wir ein bisschen Abwechslung drin, haben wir beide mal verbaut. Und einmal komplett bis hier rüber. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich hören will. Ah ja, die Beryl. Die wird sich noch ihr eigenes Grab schaufeln. Kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, ist aber schon gut. Das ist schon cool. Das sieht halt wirklich aus wie ein natürlicher Fluss. Gefällt mir. Ja, schöne Sache. Dann können wir hier gleich noch ein paar weitere Gebäude auch hinpflanzen. Kriegen wir den vielleicht noch versetzt. Ah, Moment. Stopp. So. Und dann füllen wir hier schon mal mit weiteren Gebäuden auf.
nichts. Dass wir uns in diese Richtung auch langsam mal Richtung Industriegebiet herunterentwickeln. So, okay. Ja, das ist aber schon ganz nett. Vielleicht noch ein paar mehr Brücken. Direktere Übergänge. Was ist hier eigentlich so zugewuchert? Achso, okay, das sind aber die Bäume. Nett, nett, nett. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein paar Querverbindungen schaffen. Oder geht das gar nicht? Das ist vielleicht zu breit. Kann das sein? Das ist hier zu breit. Ja gut, dann müssen wir es so machen. Macht ja auch nichts. Ja, cool. Aber hier hat er mir schon eine Brücke gebaut. Ah, okay, doch. Ich glaube... Moment, wenn wir hier nochmal einen rausnehmen. Zwei breit, das funktioniert sozusagen. Ja, ganz kurz noch ein bisschen rumtüfteln. Brauch nochmal, wo war das nochmal hier einsortiert? Bei den Arbeitern, ne? Kanalbau, wo ist der Kanalbau? Oh, bin ich jetzt bescheuert. Sorry, Leute. Hier. Straßen und Kanäle. So, und dann nochmal die Brücke. Okay, so geht's. Also zwei scheint wohl das Maximum zu sein. Ja, nehme ich an, die, ich soll mir hier irgendwas abholen. Moment, mach mal schnell. Achso, die hängt eh schon hier im Hafen rum. Da könntest du es auch einfach abladen, oder? Muss ich jetzt hier extra hin? Was soll das denn? Bente, Bente, Bente. Okay. Ah, kurz einen Blick drauf werfen. Erforsche das. Ja. Ah, schon. Also gerade mit dem Bewuchs, den ganzen Gebüschen und so, das sieht schon wirklich schnucklig aus. Das kann man schon so lassen. Ja, das ist cool. Ja, gefällt mir. So, was will sie jetzt von mir? Bei dir weiß man einfach, ich habe einen Tiger bekommen. Danke, danke für den Tiger. Okay, dann hier oben nochmal ganz kurz. Da würde ich jetzt einfach nur so einen ganz schmalen Kanal reinziehen, um hier auch noch ein bisschen Gewässer zu erhalten. Jetzt muss ich aber nur aufpassen, dass ich keinen Briefkasten oder sowas mit abreiße. Scheinen aber alles Bäume zu sein hier in der Mitte, ne? Was haben wir hier? Doch, da ist ein Briefkasten. Können wir den vielleicht einfach nach hier unten setzen? Er ist natürlich hier schon alles ein bisschen eng. Dann pflanzen wir den hier einfach mit auf den öffentlichen Platz drauf. Na? Ah. Jetzt steht er rechts unten an, ne? Hier kriegen wir... Ach komm, egal. So, ich glaube, der Rest passt. Reißen wir das mal weg hier. Den ganzen Kram. Grünzeug ist zwar auch nett, aber Gewässer ist durchaus ein bisschen netter, wie ich finde. So. Renaturierung. Na gut, nicht wirklich, aber. Aha. Und hier drüben könnte man sogar so einen kleinen Teich anlegen. Also so einen kleinen, ja, einen Weiher, sagen wir mal. Da gibt es doch auch irgendwie diesen Entenweiher oder so ein Kram. Muss ich mal schauen, dass ich den vielleicht auch noch finde. Aber ich schnapp uns erstmal wieder hier das Kanälchen. Und ziehen das einmal hier der Länge nach durch. Ah, und vielleicht sogar hier noch. Mhm. Nice. Jetzt könnte man das natürlich so machen. Ja, ist eigentlich auch schon gut genug. Wieso ist jetzt hier ein Gebüsch drin? Nervt mich irgendwie. Wasserspeier. Oder wir machen hier so einen natürlichen Wasserkanal. Dann hätten wir halt wirklich so eine Art Teich. Wobei, das ist eigentlich schon auch ganz cool. Aber irgendwo gibt es noch diesen Ententeich, meine ich. Also den finde ich gerade nicht, beim besten Willen nicht. Weiß der Geil, wo das Ding einsortiert ist. Aber gut, können wir glaube ich auch erstmal so stehen lassen. Finde ich auch ganz schnucklig, hier einfach noch ein bisschen mehr Wasser in der Stadt zu haben. Das ist auch nett gemacht hier. Schön detailliert, schöne Texturen. Hier mit diesen kleinen Pöllern, mit den Ketten verbunden. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Okay, Umbaumaßnahmen. Und zwar, wir benötigen noch
erstmal natürlich mehr Investoren, aber ich habe auch gesehen, hier, denen fehlt zum Beispiel auch noch hier das Einrichtungshaus und das müsste, wenn ich das richtig gesehen habe, genau hier hinpassen, wo wir gerade den Ballonenstarten haben. Schauen wir mal nach, dann würde ich das dort einfach hinsetzen, dann ist das auch schon mal erledigt hier. Investorenbaumenü und wir benötigen das hier, ne? Einrichtungshaus, genau. Das sollte. Und es ist sogar symmetrisch. Hervorragend. Dann bauen wir das hier einfach hin. Reißen den ganzen Kram hier weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Der Ballon muss dran glauben. Okay. Platz geschafft. Dann setzen wir das Ding hier hin. Machen wir so. Eine leere Einkaufspassage. Und wählen noch irgendwas aus. Was können wir uns denn leisten? Was können wir, wo haben wir denn die passenden... Ja, müsste. Bei Farben und Lacken bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen Ethanolmangel. Da muss ich einfach mehr produzieren, also mehr rüberschippern lassen. Wie sieht es mit den Bankierslampen aus? Das müsste alles ausreichend vorhanden sein. Okay, dann lassen wir das einfach mal laufen. Strom haben wir auch, gut. Lagerhaus und Reichweite, wunderbar. Dann sollten die dann auch zufrieden sein, sobald die ersten Lampen produziert wurden. Dann könnten wir auch einfach direkt mit den Wolkenkratzern weitermachen. Das müsste ja auch das insgesamt mehr Investoren bringen, oder? Nichts Besonderes. Okay, da ist jetzt der Einfluss um 1 hochgegangen. Das ist natürlich überschaubar. Wir haben noch ein paar mehr Hochhäuser höher bauen. Und das können wir dann sogar auf die maximale Ausbaustufe hochdrücken, sobald hier das Einrichtungshaus die ersten Produkte im Sortiment hat. Machen wir hier vielleicht ein bisschen weiter. Wie sieht es denn eigentlich aus? Blockieren die sich gegenseitig, wenn die Straße dazwischen ist? Beeindruckend. Und was war es vorher? Angenehm. Ich glaube, es ist sogar höher gegangen, oder? Ist jetzt, glaube ich, eine Stufe höher. Ja, dann lassen wir das so. Schwupp. Von angenehm auf beeindruckend. Ich würde sagen, das ist gestiegen, oder? So, und den können wir jetzt aber auch schon einen weiter hochsetzen. Ach, das ist noch gar nicht die höchste Stufe. Okay. Ah, ja. Okay. Dann müssen wir denen hier auch Schreibmaschinen und Billardtische angedeihen lassen. Okay. Ja, mit wachsenden Häusern wachsen die Bedürfnisse, wie mir scheint, ne? Okay, gut. Setzen wir die noch eins höher, da können wir dann auch demnächst mal weitermachen. Insgesamt mit den Wolkenkratzern. Da haben wir ja auch noch irgendwie so ein Ziel zu erreichen. So, in die Höhe gebaut. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder 15 Einfluss. Ich denke aber, wenn wir noch ein bisschen mehr Einfluss dazu gewinnen wollen, müssen wir generell von Ingenieuren auf Investoren gehen. Und da sollten wir ja hier in der Gegend, sollte das gut funktionieren, dann können wir eigentlich hier direkt mal großzügig drüber gehen. Und wir gehen, ziehen die quasi gleich nach. Machen die einmal zu Handwerkern hier. Wie viele Arbeiter haben wir denn? Oh, können wir uns, glaube ich, leisten, dass wir das ganze Ding hier noch mitnehmen, oder? So. Und dann wären tatsächlich auch mal wieder ein paar Bauern dran mit Aufstieg. Ich weiß aber echt, also irgendwie finde ich es cool, dass wir hier so dieses riesige Bauernviertel haben. Aber wenn wir das mit der Arbeitskraft hier im Lot behalten wollen, dann muss ich, glaube ich, irgendwo tatsächlich mal dran gehen. Ja, oder wobei, wir haben ja hier noch neue Häuser gebaut. Dann ziehen wir die doch einfach nach. Ich glaube, unser Township da drüben, das lassen wir einfach so. Ah, passt doch. Das geht schon klar. So, wo könnte man noch aufrüsten? Ich würde mal sagen, dass wir vielleicht zumindest mal, dass wir wieder 100 Einflusspunkte haben. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. So, was fehlt denen hier eigentlich? Ah, die haben keinen Strom. Sein, um tatsächlich ist hier so die Grenze. Ich hatte doch hier nochmal einen Bahnhof gebaut. Reicht das nicht bis hier rüber tatsächlich? Ist das so? Na gut, okay. Ist jetzt für den Moment, glaube ich, auch egal. Die können wir auf jeden Fall alle noch mitnehmen. Den. Dann hier so quasi die zweite Reihe noch. Wir haben eh so viele Ingenieure. So. Knapp 150 Einfluss. Okay, ausgezeichnet. Dann würde ich es, glaube ich, so erstmal stehen lassen. 171 Einflusspunkte. Damit können wir doch wieder einige Kriegsschiffe bauen. Ja, ihr wisst, der ist so ein Hobby von mir. Zugegeben, über einige okay, die sind hier am Produzieren, sehr gut.
Und hier haben wir jetzt die höheren Bedürfnisse. Schauen wir doch da vielleicht gleich mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon irgendwas produzieren lasse. Wahrscheinlich nicht. Du, Farben und Lacke, glaube ich. Da muss ich dann wahrscheinlich an der Stellschraube nochmal drehen. Ja, Schreibmaschinen haben wir noch keine Produktion. Da brauchen wir aber Arbeitskraft. Okay, da muss man da ein bisschen nachbessern. Wie machen wir das denn? Ja gut, ich kann jetzt natürlich, ich meine hier drüben, ach nee. Oder wir nehmen vielleicht, dass wir das hier quasi als Trennlinie zwischen den Klassen hernehmen. Komm, halt die Luft an. Dass wir die hier zu Arbeitern machen. Ja, ist glaube ich eine ganz gute Idee. Gehen wir hier gleich einmal komplett rüber. Oh, das war jetzt keine gute Idee. Jetzt haben wir nicht mehr genügend Bauern. Wollen wir das Elendsviertel noch ein bisschen ausbauen? Aber es wird auch schon eng hier drüben. Also hier unten zumindest. Ja, ich weiß noch nicht, was mit diesem Inselchen hier machen möchte. Ja, das überlege ich mir erst noch in Ruhe. Ja, komm, wir werten einfach ein paar wieder ab. Das müssen jetzt nicht alles hier Arbeiter sein. Geht das eigentlich auch irgendwie schneller? Nee, ne? Ich fürchte, nein. Also ein Downgrade-Tool in dem Sinne gibt es halt leider nicht. Da muss ich mich jetzt hier so ein bisschen durchklicken. Das ist etwas ärgerlich. So. Direkt wieder der Levelabstieg. Die werden sich auch hinterher denken. Das ist wie bei so einem Fußballspieler, der irgendwie eingewechselt wird und nach 2 Minuten wieder ausgewechselt wird. So müssen die sich ungefähr vorkommen. Hatten sich schon schön mental darauf eingestellt, dass sie jetzt hier endlich mal eine Klasse höher sind, schönere Produkte bekommen und so weiter. Aber nein. Geht wieder runter. Zurück in die Gosse mit euch. So, reicht erstmal und dann können wir hier auch einfach nochmal kurz dran gehen. Einfach nur, dass wir das hier wieder ins Lot bekommen. Und da muss ich erstmal schauen, dass die Versorgung hier noch weiterhin stabil läuft. So, das sollte eigentlich schon genügen. Haben jetzt zwar minus 150 ungefähr, aber jetzt müssen sich ja die Häuser erstmal wieder auffüllen. Und dann, glaube ich, passt das schon. Sollte sich gleich erledigt haben. So, okay. Dann, was wollte ich eigentlich? Genau, darum ging es ja. Investoren, die kriegen jetzt hier mal die entsprechende Produktion. Ah, das ist noch gar nicht freigeschalten. Wolkenkratzer für Investoren, Stufe 4. 2 von 15 haben wir gerade mal. Wir brauchen 15 tatsächlich für die Billardtischproduktion. Okay. Na gut, dann machen wir erstmal die Schreibmaschinen. Platz haben wir ja noch genügend hier in unseren Industriegebieten. Dann werden wir das hier mal wieder ein bisschen erweitern hier. Ja, ich denke schon. Machen wir einmal so. Kontrollieren mal. Saft haben sie. Lagerhaus ist in der Nähe. Volle höchste Ausbaustufe. Okay, gut. Was ist da los? Moment, das müssen wir doch nochmal kontrollieren. Da stimmt jetzt irgendwas nicht. Fehlt denn irgendwas? Versorgungslage? Also so die Basics sollten eigentlich ausreichend vorhanden sein. Es kann natürlich jetzt sein, dass irgendwo die Marktanbindung fehlt. Nee, aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Warum geht denn das jetzt so in den Keller, bitte? Das geht nicht, Leute. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Lass doch mal hier ins Lager schauen. Lagerhaus. Das sind ja so die Basics für die Bauern. Fisch. Arbeitskleidung, mehr brauchen die nicht, ne? Ah, Zufriedenheit vielleicht. Habe ich da irgendwas übersehen? Schnappes. Sollte auch noch ausreichend vorhanden sein. Vielleicht brauchen wir hier nochmal das ein oder andere Wirtshaus. Aber das kann ja nicht dafür sorgen, dass das hier so in den Keller gegangen ist. Was ist denn da los? Und es brennt schon wieder. Haben wir hier Feuerwehr in der Nähe? Normalerweise schon. Hier drüben, ja. Die werden das wohl in den Griff kriegen. Gut. Ich denke, ja, das kriegen die hin. Was ist denn hier los? Verdammt. Ja gut, also für die Zufriedenheit brauchen die hier schon nochmal ein Wirtshaus. Das ist halt, aber ich meine, das ist jetzt hier nicht allzu viel. Oder wir müssen noch warten, bis hier die Balken erstmal wieder voll sind. Wir stellen hier mal noch ein Wirtshaus dazu. Ich warte jetzt einfach mal einen kleinen Moment.
Ja, also das passt schon. Muss man nur ein bisschen geduldig sein. Jetzt haben sich die Häuser, glaube ich, einfach wieder regeneriert und gefüllt. Füllen sie weiterhin. Von daher passt das hier schon mit der Arbeitskraft. Dann schauen wir mal gerade noch, dass die Bauern hier vernünftig versorgt sind. Die brauchen ja auch noch hier eine Schule in der Nähe. Die Arbeiter meine ich natürlich. Eine Schule wollen wir ihnen natürlich bauen. Passt hier perfekt rein. Nehmen wir die. Okay, und die brauchen doch noch irgendwas, oder? Zufriedenheit. Eine Kirche. Stellen wir ihn auch noch hin. Mache ich doch gerne. Bin doch immer da für meine Menschen. Für meine Untertanen. Kirche. Ja, oder hier drüben. Ah, hier. Schön zentral. So. Ich habe nichts dagegen. Die sollte ja bis hier rüber ausstrahlen. Das passt. Okay. Ja, dann ziehen wir hier nochmal eine Straße rein und den Rest lasse ich jetzt einfach erstmal so stehen, glaube ich. Dann geht hier auch die Arbeitskraft hoch, dann können wir das auf jeden Fall mit den Billardtischen. Kriegen wir das auch geregelt mit der Arbeitskraft, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier noch auf Stufe 4 hieß es, ne? Und die sind gerade mal auf Stufe 3. Investoren, Moment mal, schauen wir mal ganz genau drauf. Investoren, okay, das ist also da gefragt. Na, gehst du wieder weg? Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt vielleicht noch aufwerten, was wir aufwerten können. Stufe 3. Das sind die einzigen auf Stufe 4 hier, ne? Die sind schon Stufe 3. Das heißt, die können wir auf jeden Fall einmal hochziehen. Stufe 3, sehr gut. Stufe 3. Den nehmen wir auch gleich noch eins weiter hoch. Den auch. Und vielleicht hier auch direkt nochmal. Dass wir da auch schon mal anfangen. Dann den hier in der Mitte. Hier drüben genauso. Okay, hier unten müssten wir doch eigentlich... Ja, die sind doch auch alle Stufe 3 hier, oder? Das kriegen wir doch eigentlich locker hin. Ach, okay, da fehlt ein Einrichtungshaus. Da fehlt tatsächlich ein Einrichtungshaus. Wirklich? Habe ich hier kein Einrichtungshaus gebaut? Ach so, weil die Produktion nicht läuft. Deswegen, okay. Also ich muss tatsächlich dann erstmal nach Farben und Lacken schauen. Könnte man vielleicht was anderes bauen, aber das braucht auch Farben und Lacke. Ich glaube, das brauchen wir so ziemlich bei allen Sachen hier, oder? Oder wir hauen jetzt einfach nochmal die Bankierslampen hier rein. Könnte ja auch funktionieren. Aber gut, dann kann ich damit erstmal nicht weitermachen. Aber sobald hier die Entwicklung, die Versorgung gegeben ist, kann ich die ganzen Stufe 3 Heinis hier hochziehen und dann sollten wir hier eh schon... Ja, da kommen wir dann schon hin auf die 15 Geforderten, denke ich. Sollte kein Problem sein. Ja, das kriegen wir zeitnah hin, denke ich. Können wir hier vielleicht noch? Ja, die füllen sich ja relativ schnell. Dann machen wir hier gleich noch ein bisschen weiter. Und hier unten noch. Und hier noch. Und jetzt sind doch einige Investoren wieder dazugekommen. Ne? Da müssen wir jetzt auch erstmal wieder schauen, dass das mit der Versorgung noch stabil läuft. Den können wir auch noch eins hochziehen. Den können wir auch noch eins hochziehen. 4, 3. Wunderbar. Geht gleich auf die nächste Stufe weiter hoch. Stufe 3. Wie viel haben wir? 10 von 15. Okay, ich denke den Rest, den machen wir dann einfach demnächst, oder ich mache das schon mal während eurer Abwesenheit, dann können wir dann in der nächsten Folge hier mit der weiteren Versorgung der Investoren weitermachen. Sieht ja jetzt, ist doch ganz schön gewachsen jetzt schon wieder in der Kürze der Zeit. Ich glaube, die Kirche kann ich wahrscheinlich jetzt auch wegnehmen, ne? Die Investoren brauchen keine Kirchen. Dann hätten wir hier auch wieder Platz für irgendwas anderes. Also bei Bedarf. Wobei es ja auch ganz nett ist, hier nochmal so eine alte Kirche mittendrin zu haben. Aber es ist auch nicht mehr ganz so zeitgemäß jetzt hier in diesem Viertel. Junge, Junge, nicht schlecht. Die haben da echt die fetten Häuser stehen. Na gut, dann soll es das, glaube ich, ja, erstmal gewesen sein für den Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, ihr kennt das Spiel, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal mit dem ollen Algorithmus. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.